Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, irgendwann beim letzten Mal haben wir diesen Dreier-Run gemacht, glaube ich. Ist das so? Diesen Run, wo nur drei dabei waren? Ja, und der war sehr erfolgreich sogar. Was machen wir heute? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe noch keine Ahnung. Wir schauen mal hier rein, was wir denn hier so alles vorfinden. Wie wäre es denn hiermit? Das... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir nur noch zwei. Das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel mitnehmen Mustel oder Partenai. Ich habe mich jetzt für Mustel entschieden. Dann kommt mit Ferrier. Dann wäre ich auf jeden Fall noch für Kid und Sheriff. Jetzt muss ich mal hier mal ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwas? Ah, ein Plus auf Nahkampffähigkeiten. Das finde ich natürlich. Minus auf Crit. Minus auf Crit für Fernkampf. Aber trotzdem ist Kids unser Fernkämpfer, weil der Schläger ist einfach viel, 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 viel wert. So. Das heißt, wenn hier der Schütze hinkommt, das heißt der Pistolenschuss, Schuss aus der nächsten Nähe, Streuschuss und der Fechtschritt. Dann kriegt er Adalas nicht den Streuschuss, sondern den Schuss aus nächster Nähe. Den boshaften Schnitt, ja, genau so. Er ist der Schütze bekommt Schaden für Fernkampf. Und Anhänger der schnellen Reaktion. Nah. Was könnte ich ihm denn noch geben? Nochmal hoch. Plus 2 Crit. Nee. Ich hab's doch schon eigentlich. Wie wär's denn mit einer Chance auf Erkunden? Haben wir da vielleicht etwas, was mehr Chance auf Erkunden gibt? Wenn nicht, ist auch okay. Warte, dann müssen wir, glaube ich, eher hier gucken. Chance auf Erkunden. Die Karte nehmen wir mit. Hier kommt mit beide Schwertscheiden. Der Meister hier bekommt Juniors Kopf und das Buch der Vernunft. Während Madame das Halstuch des Zorns sowie das Auge des Propheten mitbekommt. Damit kann ich arbeiten. Damit haben wir alle. Wir haben ein Veteranen-Dungeon, dann können wir auch unsere Tasche buggen, ne? So, das sieht doch gesund aus. Mach mir das doch einfach mal. Und auf geht's. Das Labyrinth. Das ist doch wunderbar. Tor 7 Dreck, Leben sind Schweine resistent gegen Krankheiten. Toll.
Applaus und los geht's. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. 90% aller Räume, da gehe ich gerade diesen kleinen Diskurs nach außen. Jo. Dame da hinten in der letzten Reihe, chill. Hier unten ist ein Hindernis, das ist boah, schon ein kleines Problem, weil das bedeutet, dass wir schon eine Schaufel los sind. These tunnels predate even the earliest settlers. Okay. Jetzt schon Nahrung. Wir sind noch gerade mal 5, 6, 7 Schritte gegangen. 8 vielleicht. Maximal 8. Wir machen den Schnellschuss. Ist auch egal eigentlich wohin. Wir wollen eigentlich nur schneller sein. Wir machen die Artillerie aus dem Abgrund. Kauen. So lecker sind wir auch nicht. Erbrechen. So eklig sind wir auch nicht. Alles klar. Dann wäre ich für den Fechtschritt. Dann wäre ich nicht für Beuteschwächen. Da bin ich sogar relativ stark dagegen. Aber ich wäre für den Fechtschritt. Ah! Räudig. Der präzise Schuss und dann sind wir ein Problem los. Es folgt der Aderlass. Widersetzt dem Bluten, okay, das kann man eventuell noch nachvollziehen. Das war sehr gut. Und wenn wir den Pistolenschuss gut setzen, war's das. Sehr nice. Huch. Seit wann gab es wohl ein Update? Hey, cool! Die Falle wurde aber nicht gezeigt. Schön. Nicht mal ganz kurz. Du hast auch ein Plus auf Entschärfen von Fallen. Das trifft sich gut, weil hier ist eine Falle. Sehr nice. Also, wir sind noch nicht die Hälfte durch und mussten schon unser ganzes Essen da lassen. Das gibt's nicht. So was Blödes. Und ein Kampf! Der Schweinemarschierer. Ich wäre für einen gediegenen Aderlass. Let's go! Ich wäre für einen Opferstoß. Vielleicht kriegt man sich sogar jetzt schon down, wer weiß. Ich wäre für einen Schnellschuss. Und wenn ich jetzt noch 3 Schaden mache, und das mache ich, bist du tot. Und ich darf anfangen. Und ich mache den Schnellschuss. Und es reicht nicht! Ich hätte einen High Roll gebraucht, das gebe ich zu, aber der Sheriff macht's. Wir haben Wandteppich gefunden. Ich mag die Wandteppiche. Lass mich das doch machen. Dann haben wir auch was davon. Dann machen wir nämlich hier mit Weihwasser. Das nehme ich mit. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. So. 2, 12. so. Hier haben wir jetzt die 800.
Das Laudanum lassen wir hier. Die Nahrung haben wir vernichtet. Let's go. Und weiter geht's. Immer noch kein Kampf. Vielleicht erkunden wir ja nochmal. Da kommt noch ein Kampf. Wir haben noch Weihwasser. Nice. Cool. Wir haben noch Weihwasser. Ein Kampf. Der Durst ist wohl nicht so groß. Nur 5. Das freut mich, um Gottes Willen. Wir machen einen Schnellschuss. Irgendein muss es erwischen. Der Durst. Schon wieder. Kritische Heilung. Naja. Ein Aderlass ist immer ganz gut. Got him. Die erzürnende Beleidigung ist natürlich jetzt auch blöd. Dann mache ich den Opferstoß und zumindest sind 2 gestorben in der ersten Runde. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Bola. Yeah. Der Opferstoß. Nice. Und das war's. Uns mit den Gegnern bloß nicht zu lange aufhalten. Wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, dass wir keine Schaufel mehr brauchen. Da ist hier auch nicht... Es muss schon was passieren, dass da jetzt noch eine Kiste kommt. Deswegen hole ich Jade mit und schmeiße den Schlüssel weg. Und ich schmeiße das Weihwasser weg. Das heißt, ich schmeiße es weg. Ich gebe es ihr. Natürlich mit der Bandage. Ja, der Smaragd kommt auch mit. Dafür müssen die Heilkräuter hier bleiben. Und wir sind wieder in einem leeren Raum. Wir setzen das Abenteuer trotzdem fort. Und ja, wie ich es mir gedacht habe, da kommt nicht mehr viel. Wir können noch unseren Stress senken. Und das Waffengerüst nochmal absuchen. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Nice. 300 Gold können wir noch mitnehmen. Das sind 15, 45 jeweils. Das sind 60. Dann ist es, denke ich, ganz klar, dass wir irgendwas da lassen. Ja, komm. Dafür habe ich die Flächenblut dabei. Und die Quest ist vorbei. The swine folk's labyrinth may yet prove to be navigable. Ich hoffe, dass jetzt so langsam unsere Vestalin zurück ist, damit wir vielleicht die noch mal ein bisschen leveln können. Es fehlt uns ein bisschen. Wir haben ordentlich Plus gemacht. Sheriff und Kid sind ein Level hoch. Muscel. Eile mit Weile, minus 4, Geschwindigkeit in erster Runde ersetzt Liebestoll und Ferriere, Automatonophobie, plus 20% Stressschaden gegen Mensch, ersetzt Kleptomane und Robust, plus 15% Widerstand gegen Krankheit, ersetzt dickes Blut. The plume and the pistol. A fitting end to my folly. And a curse upon us all. Hound 4 schenkt sich noch etwas ein und will die Bar noch nicht verlassen. Hound 4 hat die Taverne unsicher gemacht und den Stress um 63 verringert. Stanley hat sich gegessen und den Stress um 100 verringert. Madeleine hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen, gehalte Krankheit, hysterische Verblendung. Cecilia ist von der Suche nach persönlicher Erleuchtung zurückgekehrt. Lily dürstet es nach dem Blut. Peroy hat die gelöste Blutfluss unter Kontrolle, für den Moment zumindest. Skull hat ein Fläschchen Blut getrunken und damit den Durst gestillt. Tocliffe hat ein Fläschchen Blut getrunken und damit den Durst gestillt. Wunderbar. Wir haben hier eine Vestale Level 3.
Wir haben aber schon zwei. Das heißt, Lilly kann tatsächlich gehen. This one has become vestigial. Useless. Und aus Lilly wird Lillian. Und somit haben wir jetzt zwei Vestalen Level 3. Pious and unrelenting. So, wenn wir jetzt nochmal nach Klasse sortieren, sehen wir, wir haben hiervon zwei. Wir könnten noch einen zweiten Okkultisten gebrauchen. Eine zweite Schützin wäre auch nicht so verkehrt. Zweite Barbarin. Ich wollte gerade sagen, da kann doch was nicht stimmen. So, nochmal. Zweiter Okkultist ist... Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch einen zweiten Schützen, deswegen hat es keinen Sinn gemacht. Wir könnten einen Narren auf Stufe 3 gebrauchen. Wie gesagt... Ach, wir haben zwei Okkultisten. Ach, komm. Wartet mal. Jo, danke. Die erstmal raus, dann kann ich nochmal sortieren. Okay, also. Zweiter Kreuzfahrer, zweiter Barbar, zweiter Unhold, zweiter Waffenknecht. Narr, Level 3, egal was Level 3 von denen, die ich genannt habe. Und also es sind 1, 2, 3, 4, 5 Positionen, wo ich im Prinzip eine zweite Person gebrauchen könnte. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Demnächst kommt ein neues DLC raus. Ich habe gerade nicht das Datum da. Es könnte sogar schon draußen sein. Ich bin mir gerade nicht genau ganz sicher. Da ist eine neue Klasse dabei. Leider wird unser Kader nicht größer. Und wir haben unser Traum von jedem doppelt wird höchstwahrscheinlich nicht erfüllt. Dennoch könnte das bedeuten, dass wenn wir eine der neuen Klasse bekommen, nennt sich der Shieldbreaker, glaube ich, oder was, Shieldmaster, Shieldbreaker. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Da bin ich eh mal gespannt. Also es wird super. Glaubt mir. Medley wird aber trotzdem gegeißelt. Wieso? Weil ich es kann. Mein Name ist Eddie Wingmann. Ich gucke noch hier. Sehe nichts Besonderes. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Darkest Dungeon. Bis dahin. Ciao.